Land auf, Land ab mit dem Transa Outdoor Festival. Ein Highlight für Outdoor-Fans. Und Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren. Wie viele Facetten hat eigentlich die Schweiz? 5? 20? Oder noch mehr? Kommen Sie doch einfach mit und finden Sie es raus. Nicole Bircher geht für Sie auf Entdeckungsreise. Atemberaubend, inspirierend, spannend. Heute sind wir in der Region Leukerbad unterwegs. Ein Leiterweg, Geschenk von der Natur und spannende Menschen. Ich werde sehr stark von Leukerbad inspiriert. Mhm. An diesen Orten muss irgendetwas stattfinden. Ein Ereignis oder eine Begegnung, wie jetzt mit dir. So eine Wundernase. Und aus dem kann man nachher schöpferische Qualitäten weiterführen. Umringt von riesen Felswänden, vom Gemmipass und vom Torrent liegt das Gebiet Leukerbad. Die Umgebung ist vor allem bekannt fürs Wasser, das heisse Thermalwasser. Ein Bodenschatz, der bereits schon vor über 500 Jahren Reisende hierher gebracht hat. Zu dieser Region gehören auch die Dörfer Albine, Inde und Fahre. Und hier in der Nähe gibt es einen der höchstgelegenen Seen zum Kitesurfen. Zu diesem Thema später noch in der Sendung. Immer wenn die Farben sich so richtig schön präsentieren, wenn die Sonne nur so vom Himmel oben lacht, sind wir wieder zurück mit unserer Sommerstaffel Land auf, Land ab. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu der ersten von insgesamt 8 Sommersendungen. Wenn Sie Lust haben, begleiten Sie doch uns zum einen oder anderen schönen Plätzchen. Ja, bei uns geht es das erste Mal drauf, und zwar gehen wir drauf, so wie man früher nach Leukerbad gegangen ist. Ich habe bereits als kleines Mädchen schon mal diese Leiter machen und freue mich jetzt so richtig, das jetzt noch mal dürfen zu machen. Man muss ein bisschen schwindelfrei sein, und ich hoffe, ich bringe das her wie auch noch dazu mal. Aber es heisst immer schön eine Hand am Holz behalten, und dann kommt das gut. Für eine lange Zeit war Albine schwer erreichbar. Bis ins 20. Jahrhundert hat es auch noch keine Strasse nach Leukerbad gegeben. Und so hat man alles über die 8 Leitern auf und ab transportiert. Und die sogenannte Albinenleiter, diesen Weg gibt es heute noch. Albine. Ein typisches Walliser Bergdorf, das seinen Charme bis heute noch behalten hat. Bereits schon die Säumer sind über den Weg gekommen. Die sind nämlich von Bern hier ins Wallis gekommen. Und wir gehen jetzt noch etwas weiter darauf. Es warten noch ein paar Leitern auf uns. Und nachher treffen wir dann eine Persönlichkeit, die zwar nicht von hier ist und auch nicht hier aufgewachsen ist, die sich aber nicht mehr vorstellen kann, an einem anderen Ort zu wohnen. Leukerbad. Ein Ort, der vor allem fürs Thermalwasser bekannt ist. Jeden Tag fließen 3,9 Millionen Liter heißes Wasser aus diesen Quellen. Wenn das Wasser aus dem Berg rauskommt, ist es 51 Grad warm. Und einer, der sich gut mit dem Wasser auskennt, ist der Jago Wetta. Der Jago ist in Holland aufgewachsen, in einem Land, wo es keine Berge gibt. Und kommt's gut? Ja, tipptopp. 36,5 Grad haben wir. So genau richtig. Ja, das ist perfekt. Ja. Das Wetter stimmt auch heute, gell? Ja, fantastisch. Es ist wunderschön. Ja. Was macht eigentlich ein Holländer da? Ein Holländer? Ja. Ja, die Berge in Holland waren zu hoch, und dann bin ich mal hier hingekommen. Ja, genau. Ja, Lebensqualität. Jeden Tag genießen. Schönes Umfeld. Ja. Auf die Arbeit und auch in Freizeit. Ja, super. Und daheim Holland oder das zweite daheim vermisst du nicht mehr? Nein, nicht gross. Mal Familie und Freunde besuchen, aber ich bin immer wieder froh, um zurückzukommen in das Wallis. Und das machst du heute noch? Heute machen wir Aufsicht. Ich habe dann nachher noch Wassergymnastik. Und dafür sorgen, dass die Leute informiert werden und zufrieden sind. Und auch ein bisschen Panorama geniessen, gell, dazwischen drin. Das mache ich immer. Ja. Jawohl. Ja. Ich wünsche dir ganz einen schönen Arbeitstag. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke. Ja, okay. Genieß es, ciao. Ja.
Salut, Kick. Salut, wie geht's? Gut, danke, schönen Tag. Das Thermalwasser prägt das Dorfbild. In diesem Wasser wird aber nicht nur gebadet, auch Häuser werden damit geheizt. Da hinten, da haben wir den Torrent. Das ist der Ursprung von dem warmen Quellwasser, das hier so schön sprudelt. Und wir gehen jetzt zusammen noch zu einer Schlucht. Dann kann man das Phänomen dann auch noch gut beobachten. Das Regenwasser sickert im Torrentgebiet ab und fließt bis ca. 500 Meter unter dem Meeresspiegel. Es sättigt sich mit diversen Mineralien und steigt durch die Erwärmung nach ca. 40 Jahren wieder an die Erdoberfläche. Das Wasser ist also 40 Jahre unterwegs. Entschuldigung, darf ich eine Frage? Ja. Da in der Talenschlucht hat es auch Thermalwasser. Hat's drinnen, oder? Ich muss so sagen, man hat etwa 7 oder 8 Quellen entdeckt. Aha. Thermische Quellen. Und die kommen genau hier am Dala-Flussbett, wenn ich so sagen kann, kommen die zum Vorschein. Siehst du die denn auch? Gerade beim Einsteigen, in die Quellenstrecke, musst du achten, du musst nach drinnen schauen, gegen die andere Seite zu. Und da gibt es vereinzelt so brünlich-grüne Flecken. Zum Teil sind die Quellen einfach abgefasst worden und eben zu diesen Bädern geleitet worden. Habe ich dich geschaut? Hast du da irgendwie Ideen sammeln? Nein, ja. Weißt du, Verrückte ist, seitdem der Quellensteig existiert, probiere ich immer wieder, den Quellensteig zu machen. Und ich habe Höhenangst, ich habe es noch nie geschafft. Ja. Und jetzt komme ich zuerst mal da oben, so unter einer Menschenschar drin geboxt und habe mich einfach an meine Vorgängerin geheftet. Und das gibt mir irgendwie so ein bisschen ein emotionelles Erlebnis, wo ich denke, mit dem könnte man irgendetwas machen. Für Musik, oder? Für Musik, ja, ganz stark. Das ist so ein bisschen mein Hobby, weil Musik ist. Das habe ich schon in meiner beruflichen Karriere immer zur Anwendung gebracht. Und seitdem ich pensioniert bin, bin ich hier aktiver beim Theaterverein. Jetzt spielen wir fast jedes Jahr ein Theater spielen und da mache ich mit. Und seit 2011 haben wir das erste Theater in meiner Begleitung gemacht, das war auf der GMI oben. Ja. Da habe ich angefangen, Musik dazu zu machen. Wow. Und jetzt steht etwas ganz Grosses bevor, das wäre jetzt nächstes Jahr, wo wir ein Freilichttheater im Sinn haben. Und da mache ich die ganze Musik. Ah, schön. Ich wünsche dir ganz, ganz gute Inspiration. Danke vielmals. Nicole, sehr gefreut. Das ist mein Name. Ja, ja, danke schön, Nicole. Renato. Renato. Habe mich schön. Ganz fest gefreut. Ebenfalls gute wünsche Zeit. Dir alles gute Gute. Idee. Schön. Merci. Tschüss. Ciao. Leukerbad. Ein wichtiger Zwischenstopp auf der Sümerroute vom Kanton Bern ins Wallis. Vor über 200 Jahren haben die Leute hier schon übernachtet. Wenn die Wände reden könnten, dann würden sie wahrscheinlich vieles erzählen können. Der Tag verwacht. Unsere Reise geht weiter. Weiter Richtung Gemmipass. Allein sind wir nicht unterwegs. Die Walliser Schwarzhalsgeissen sind auch schon wach und schauen uns schon neugierig zu. Im Gegensatz zum Torrent ist der Gemmi eher eine raue Gegend. Das Hochalpine zeigt sich in seiner ganzen Pracht. Ein bisschen unterhalb des Pass liegt der Taubensee. Ein Bergsee auf 2200 Meter. Und das ist der Didier. Und was er genau hier oben macht, in einem Neoprenanzug, das sehen wir gerade. In der Zwischenzeit schauen wir bei den Autospezialisten vorbei. Ihres Zuhause, die Natur. In 4 Episoden schicken wir 2 Autoprofis in die Berge. Willkommen in der Wildnis, Daniel und Tom. Ein Biketrail, eine Kletterroute, Sündipop am Lagerfeuer, Buschkraft und geschlafen wird von aussen. Ihre Aufgabe, all die Aktivitäten für das Outdoor-Festival zu testen. Wo verhebt etwas noch nicht? Wo fehlt noch ein Haken? Und wo braucht es noch einen Nagel? Mit leichtem Gepäck geht es zum Start des Bike Trail. Begleitet werden sie von Madeleine, eine Frau, die weiss, von was sie redet. Sie verbringt viele Stunden auf dem Bike und kennt die Strecke besser als manche anderen.
Wir gehen jetzt einmal den Trail anschauen, weil sie kennen den Trail eigentlich noch nicht so, wie er jetzt ist. Und die Aufgabe ist eigentlich, dass sie den einmal genauer anschauen können, dass wir mal schauen, ob der auch tauglich ist und dass wir eventuell da noch zwei, drei Sachen dran machen können. Vielleicht muss man noch ein bisschen etwas flicken. Von mir überprüfe ich mehr, überprüfen, ist es wirklich machbar von Anfang an, wie ich das bin. Also ich fahre sonst eigentlich keine Trails. Und ich sehe ja automatisch, ich habe hier den Ranger Tom dabei. Wenn er hier runterfährt, dann sehe ich auch, dass das für Profis geht. Das Problem, das wir hier eigentlich schön sehen, ist, dass vom Schmelzwasser vor allem und auch vom Regen, es hat recht viel geregnet in letzter Zeit, hat es hier so ein bisschen wie ein Teil der Kurve runtergespült. Das wird aber in nächster Zeit auf jeden Fall gepflegt und bis zum Outdoor Festival wird es flowig sein. Flowig fahren heisst eigentlich, dass man durchfahren kann, fast ohne Bremsen. Vor der Kurve ein bisschen anbremsen und dann wirklich mit Speed durchfahren können. Wichtig ist, bei einer Kurve, dass man sie eigentlich hoch oben anfährt und dass man wirklich die Kurve probiert, schön rund zu fahren. Das sind so die Nonchalant Trails und die lösen sich alle ab und zu ab vom Balken und jetzt müssen wir die wieder ein bisschen befestigen. Der erste Eindruck ist sehr gut, macht Spass, der Trail. Sehr spassig, abwechslungsreich, viele verschiedene Optionen von Trails, die man wählen kann. Ein bisschen schwierige, ein bisschen einfachere. Sind immer so mit schwarz und roten Schildchen markiert. Schwarz ist immer die schwierigere Linie und rot die einfache. Der Bike Trail verlangt volle Konzentration und Präzision. Ich habe das jetzt das erste Mal gefahren, für das, dass ich kein Biker bin. Es ist eine mega gute Vertrauensübung. Also ins Material, aber auch in dich selber. Am Anfang ist man immer wie verkrampft und mit der Zeit merkt man einfach, mit Schwung geht es einfach viel einfacher und es ist dann am Schluss auch sicherer. Der Bike Trail verhebt jetzt. Er ist weder zu steil noch zu flach. Nur ganz wenige Sachen haben unsere Outdoor-Profis zu beanstanden. Aber verhebt er auch, wenn man den Trail in einem Schwung fahren tut? Und wie werden sie auf ihre nächste Aufgabe reagieren? Das sehen wir in der nächsten Episode. Zurück im Wallis. Didier, grüezi, grüezi. Ah, salut Nicole. Hoi. Wie geht's? Gut, danke, selber auch. Ja, wunderbar. Gehst du jetzt echt ins Wasser? Ja, im Sinn habe ich schon. Funktioniert's? Mit dem Wind? Ja, das werden wir nachher sehen. Also du gehst jetzt was genau machen? Also wir gehen mit meinen Kollegen da hinten nach. Seht ihr schon, wie schon Müffbübel sind. Gar kein Surfen, sagt man dem. Es gibt verschiedenste Variationen von Schirmen, von Brettern. Also es ist sehr, sehr vielseitig von dem her. Und ja, das Wasser, gefühlte 6-7 Grad. Und das Schöne ist nachher, wenn ich daheim kann, ins Lakerbad, in die heiße Quelle, die mit 51 Grad zum Boden rauskommt, und dann bin ich wieder warm. Aber wieso auf 2200 Meter? Das machst du doch irgendwo, wo es schön warm ist. Also, gelehrt haben wir das am Meer, sagen wir jetzt einmal. Aber hier ist teilweise überlaufen, bei den Seen. Da darf man im Sommer nicht kiten, weil es zu viele Badegäste hat. Aber hier stehe ich kein Badegast. Und dann machst du so richtige Sprünge und alles? Also jetzt, heute wird es 2-3 Meter sein, vielleicht, wenn es vom Wind reicht. Aber die Cracks, die kommen unter 20-30 Meter hoch. Yes, es ja, geht! Genau. Und jetzt, wenn du gerade startest, was ist das Erste, was du machst? Ja, jetzt wird mal der Neopren richtig anziehen, weil ich nicht zu fest geholt habe. Meinen Kollegen helfen. Weil wir sollten einander ein bisschen Starthilfe geben nachher. Schauen, dass der Schirm schön im Wind ist. Und dann gehen wir mal den Ersten raus und schauen, wie es geht. Der Didier hat ein Hotel im Dorf. Und wenn es die Zeit irgendwie zulässt, dann kommt er gerne zum Kitesurfen hier rauf. Wenn der Didier mit seinem Brett hier rumläuft, ist das für viele ein ungewohntes Bild. Aber für ihn ist das ganz normal. Machst du super! Denen zuzuschauen, macht richtig Spass. Und auch die zwei Tage im Wallis waren für mich persönlich ganz, ganz schön. Ich hoffe, auch Ihnen die Heim hat es gefallen. Wir bleiben natürlich weiterhin für euch unterwegs. Wir wünschen euch ganz eine gute Zeit und bis bald. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein vom Hotel Les Sources des Alpes und Mailäukerbad. Der Preis beinhaltet 2 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel für 2 Personen sowie 2 Gutscheine für einen 2-Tag Berg- oder Ski- und Badepass. Und dazu gibt es noch 2 Tagespass für das Transa Outdoor Festival. Und auch das ist für 2 Personen. Unsere heutige Wettbewerbsfrage ist: Wie warm ist das Thermalwasser, wenn es an die Oberfläche kommt? Ist das A. 31 Grad,
oder B, 51 Grad. Mitmachen kann man online auf landauf-landab.ch oder mit einem Mail an landauf-landab@sat1.ch. Der Teilnahmeschluss ist am nächsten Montag. In der nächsten Folge von Landauf Landab sind wir im Titlisgebiet unterwegs. Sport begeistert die Menschen, Naturphänomen und Nerven wie ein Drahtseil. Cool. Landauf Landab mit dem Transa Outdoor Festival. Ein Highlight für Outdoor-Fans. Und Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren.